Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Wir bauen weiter und Herr Fleischhammer startet die Werkbank. Immer am Arbeiten. Kraften. Ich meine ja, dass du isst, aber okay. Entschuldigung, Boss, ich hab mal von der Stulle ein bisschen. Hier weil ich an der Grafikstation stehe, Boss. Wir haben einen besonderen Moment in dieser Folge. Wir haben nämlich das Material für den Weltraumaufzug zusammen, ja. Du bist in not enough space. Ihr könnt mich auch mal hier. Ich habe so viel Quatsch in der Tasche. Wir müssen auch mal erforschen, ne? Was brauchst du denn? Ja, ich brauche Platz, grundlegend brauche ich jetzt erstmal Platz in der Tasche, weil ich die ganzen Kupferbahnen. Warte mal, da kann ich. Wo wird denn Kupfer hergestellt? Wo wird denn das geschmolzen? Irgendwo hier vorne, ne? Ja, hier gibt's keinen Ausgang. Hier werden Kupferbahnen geschmolzen, aber es gibt keinen Ausgang. Deswegen nee, steht richtig, die Produktion da müssen von Kupfer. Da wäre jetzt das nächste, ja. Ich würde sagen, wir stellen hier noch einen Container erstmal hin, dass das Kupferzeug da reinläuft, weil wir brauchen nämlich die Kupferspulen und wir müssen aus den Kupferspulen Kabel machen. Richtig. Das wäre die nächste Produktionslinie. Guckst du nach nach dem Kupfergedöns? Wir kümmern mich darum. Dann kümmere ich mich um, dass ich den Platz im Inventar kriege, um den Aufzug zu bauen. Und dann beim Aufzug solltest du aber dabei sein, weil das sieht unbedingt sogar wichtig dabei sein. Impressive aus. Unbedingt. So, ich mache jetzt die Concrete, die ich in der Tasche habe. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Mehr Plates. Weil das Ding setzen ist wirklich... Habe ich auch versprochen, mache ich den Ton lauter, weil... Oder halt einfach mal die Fresse, ne? Das fühlen sich auch mal die Zuschauer. Würde schon manchmal reichen, sag ich jetzt ja, mal. Ja. Haben wir wirklich schon alles fertig dafür, ja? Sehr fett. Hm? Sehr fett. Ja, ich packe jetzt noch ein bisschen Kupferplatten hier rein. Die muss ich später verarbeiten, darf ich noch nicht vergessen. So, jetzt habe ich alles. Jetzt muss ich nur noch den Beton da hinten rausholen. Dann müsste das eigentlich reichen. 95 Platten brauchen wir noch. Und da haben wir 100. So, ich bin voll. Oh, wo ist denn hier der schöne Abstand hin, den ich gebaut habe mit diesem... Hast du den hier zugebaut, die Fläche? So kann das sein? Nur so rein hypothetisch? Willst du mich schon wieder irgendwie irgendwas bezichtigen? Ja. Nee, alles gut. Ich habe da was zugebaut, richtig. Ich brauchte der Assembler, braucht extrem... Bist du soweit, um den Aufzug zu bauen? Ich würde ihn gerne sehen. Ich hab, ja. Okay, dann blende ich mal ganz kurz das Material aus, damit wir ein bisschen mehr Platz im Bild haben. Oh Gott, echt, meine Damen und Herren, der Weltraumaufzug. Ich muss mal kurz. What the shit? Du siehst ihn, ne? Warte mal. Hast du noch einen Moment? Ich muss nur ein bisschen Abstand haben. Ja. Ja. Ist soweit? Ja. Okay, geht los. Auch einen Moment. Natürlich. Psst. Oder fliegt was durch? Geh nicht dahin. Psst. Siehst du aus dem Himmel kommen? Ja. Hast du eben die Erde anziehen gehört? Ich habe den Ton ein bisschen leise, leider. Ja, ich hab den... Die Erde knirscht so ein bisschen. Da kommt er oben runter. Geil, oder? Fett. Leider war der Ton, es ist auch im Livestream so gewesen, leider ist der Ton sehr leise. Ich hätte jetzt was auch nicht so ein Donnern laut, aber... Also, wenn du willst, können wir nochmal abbauen, nochmal setzen. Ja, ich find's geil. Rein informativ, Herr Fleischhammer. Wo ist er denn? Hier, hinten irgendwo. Und zwar hier hinten, ich habe den jetzt so gesetzt, dass die Steuerkonsole auf unserer Seite ist, weil hier hinten gibt es Eingänge. Ne? Also hier an der Seite von diesem Weltraumaufzug gibt es Eingänge für Förderbänder. Damit kann Material später in den Weltraum geschossen werden. Ah, alles klar, perfekt. Ja, also. Wo wir direkt anschließen können, irgendwie Material reinschießen, fertige Sachen. Wir haben eh zu wenig Platz. Also wir werden
unsere Basis ist eigentlich zu klein. Wir müssten den eigentlich dann woanders hinsetzen. Aber jetzt hier wird es angezockt, langt's erstmal. Boah. Krass, oder? So beeindruckend, wie das Ding da runterkommt, dann sich einhakt, dann spannt er nochmal nach, verriegelt. Ich kann gar nicht so viel Abstand nehmen, damit ich das irgendwie erfassen kann, das ganze Ding. Ich würde ja gern zeigen, wie das aussieht, aber das Problem ist, dass das einfach so riesig ist und mein Weitwinkelobjektiv hier nicht langt. Es ist einfach nur... Das ist ein Monster. Krass, ne? Es ist... Weiß auch nicht, wie man das auf dem Bild kriegen soll. Also ich bin zum ersten Mal so, dass ich sage, I don't know. Ich bin krass begeistert von dem Ding. Jetzt sehe ich gerade schon, wir müssen Iron Plates machen hier, ne? Genau. Jetzt, um den Tier 3 freizuschalten, brauchen wir hier an den Computer. Deswegen habe ich das Ding so gesetzt. Von diesen Rotoren. Mhm. Da muss ich mal glatt mal gucken, woraus die basteln genau. werden. Reinforced 75 und 50 Rotoren. Du hast doch schon Rotoren hier angesetzt. Nein, du machst die Reinforced. Die Reinforced habe ich eingesetzt. Die laufen und die Rotoren sind hier. Da brauchen wir... Also immer noch kein Dings. Ich dachte, da brauchen wir wenigstens... Ich glaube, der Weltraumaufzug demonstriert ganz schick, in welchen Dimensionen man hier denken muss. Ne? Also da ist unsere Basis lächerlich klein dagegen, weil allein die 3 Kohlekraftwerke, die später noch kommen, sind so extrem. Ich würde sagen, wir bauen die Rotoren hier an der Bank selber, oder? Brauche ich eigentlich nur... Ne, es geht schneller. Was? Aber ich meine, gut, wahrscheinlich also wir jetzt brauchen Let's nicht Play, mehr als. Ja, genau, wir brauchen nicht allzu viel. Hast schon recht, ja. Also, um jetzt aber einfach das freizuschalten, damit wir dann können wir ja auf die Produktion setzen. Wir können doch gern produzieren. Wir haben halt ein bisschen klein gebaut, das ist so ein bisschen. Ja. Warte mal, wo ist denn jetzt hier? Also, geht eigentlich, ich kann man kann noch ein bisschen strukturieren und man kann ja noch außenrum so, ne? Also Reinforced Plates hast du ja schon, ne? Die kommen ja hier raus. Die laufen, die darum brauchen wir jetzt nicht kümmern, genau. Das wäre jetzt die Rotoren, wenn das nächste. Was ist das denn jetzt? Ah ja, nice. Ah, auf den Stein geht's nicht. Ah, ich hab nichts mehr, okay. Hier geht's nicht doch. Nee, ich hatte nur keinen konkreten. Achso, ja. So. So, Rotoren werden hergestellt aus. Ja, auch aus Schrauben und davon halt zu und viel hier. Eisenstangen. Genau, Schrauben ist überhaupt kein Problem. Ja, das halte ich für ein Gerücht. Schrauben und Eisenstangen. Ja, aber Schrauben laufen immer ins Minus, wenn du mal siehst. Der produziert dann die nächste Platte. Der müsste mich 8 Plates reinpushen. Hast recht, ja. Okay. Eigentlich müssen wir die Schraubenproduktion pushen. Das heißt, wir müssten eigentlich mal gucken, ob wir noch... Wobei, doch, er kann schon noch mehr Schrauben produzieren, ne? Er hat hier 490 in der Dings schon überproduziert. Dann läuft es nicht schnell genug raus wegen den Förderbändern. Aber die erforschen wir in der nächsten Stufe. Warte mal, wir können jetzt mal gucken. Jetzt würde ich jetzt den Abzweig machen. Warte mal, wir gucken mal. Die Schrauben rauszweigen schon mal. Übrigens, er sagt immer noch... Ach nee, wir müssen den Space Elevator erstmal befüllen mit dem Kram. Ich würde sagen, wir machen das doch händisch, weil dann haben wir nämlich in dem Moment die Chance, sauber zu produzieren, weil wir brauchen später sowieso noch Rotoren und Dings. Für Fahrzeuge und so. Ja, deswegen hätte ich gesagt, machen wir gleich richtig. So. Dann lass mich parallel ein bisschen produzieren. Ja, natürlich, klar. Hier kannst du Schrauben rausnehmen aus dem Ding hier, ne? Ja, dann nehme ich mir ein paar. Hast du schon mal 500 Schrauben weg? Hab ich. Haben mir alle geklaut. Und dann, bin gespannt. Was brauchen wir noch? Eisenstangen brauche ich. Wo gingen die denn raus? Ja, der macht 2 zu viel sozusagen. Wo gingen denn Eisenstangen rein? Ah, da oben. Oben. Ich habe ihm alle geklaut. Ist das übertrieben? Das ist wahrscheinlich übertrieben. Aber dann würde ich halt da oben rausgehen dann. Ja, es langt bei weitem nicht. Also. Wobei, ich könnte hier noch Eisenstangen machen, anstatt Plates, glaube ich. Plates ist wahrscheinlich nicht das Problem, nee. Ja, für die nächsten Freischaltungen brauchen wir wieder Plates. Und ich brauche wieder Schrauben, ich habe die 500 gerade durchgeballert. Ich hab jetzt ich denke mal noch 1500 oder so. 200, 200, 400, 600 habe ich hier schon liegen. Könnte ich aber hier... Aber Schrauben macht man aus Stangen, ne? Aber Stangen habe ich ja auch keine mehr.
Dann könnte ich die Stangen jetzt hier. Wir brauchen Stangen so, ohne Ende. Zack. Was machst du jetzt? Mach ich jetzt Stangen jetzt hier. Du hast denn das Förderband? Das, weil das jetzt woanders lang geht? Achso. So. Weil es gleich hier durchgeht von mir aus, genau. Erstmal so. Aber Stangen sind im oberen Container. Ja, ja. Komm mal. Es laufen eigentlich die Förderbänder raus. Das obere Band läuft. Hier die Schrauben. Doch, hä? Unten läuft es andersrum. Achso, klar, ist ja ein Förderband, ich Idiot. Läuft ja. Bei dir? Ja. Was machst du? Joggen. Bewege ich mich hier drauf? Nee, ich stehe. Nein, du stehst. Genau. So. Wir wollen Rotoren haben, also brauchen wir. Lass mich nachdenken. Mach ich hier hast, so ein paar hast du zweimal Eisenplates hergestellt oder wie? Stell da hinten zweimal Eisenplates her. Ah, hier sind ja Eisenbahnen drin, perfekt. Ich produziere dir per Hand. Ja, so. Nimm nicht alle raus, da lass ich noch ein bisschen laufen. Hab drin lassen. 500 habe ich rausgenommen. Und mach ich hier einfach den Speedness Handler. Fuck it, let's go. Power, Logistics, Production, Assembler. Hast du noch 4 Rotoren? Würdest du mir 4 geben? Ja, kann ich dir geben, warte. Wo bist du? Hinter dir? Ja. Moment. Zack, zack. Ich gebe dir 5. Das ist echt überfreundlich. Muss ich gerne mal sagen. Ja, dann kann ich ihn basteln hier direkt daneben. Dann steht er nämlich so. Ja. Direkt so, dass der auch rausgeht. Dann mache ich hier jetzt Rotoren. Genau. So. Ja, ich meine, dass wir diese pushen, um Sachen freizuschalten, ist ja nur legitim, meine ich. Später für die Produktion und das weitere Forschen kannst du natürlich nicht mehr hinstellen und kannst, keine Ahnung, 1500 Schrauben irgendwie mit der Hand dengeln. Nee, eben, ja. Musst du denn groß denken. Denken definitiv. Sie groß. Ja, hier sind nämlich schon wieder 100 zu viel jetzt drin. 100 Schrauben zu viel. Also kann ich das doch splitten? Oh, da muss ich jetzt. Jetzt rattert's gerade bei dir. Geil, I love it, ja, ja. Also, wenn ich jetzt hier einen Splitter einbaue. So. Wie viele Rotoren braucht man? 75 oder was? Oder wie viel? 50. 50, im ersten Step 50. 50, dann langt das ja, so perfekt. Weil wir brauchen für die späteren Forschungen hier, brauchen wir auch noch die Rotoren und so weiter. Also das ist dann nicht mehr abhängig von dem Aufzug. So, ich habe 50. Und wie viel von den Reinforced Blades? Äh, 75, ne? Ja. Mach mich nicht solche Dinge. Ja, heute nicht mehr. Vor allen Dingen, nicht jetzt. Vor allen Dingen, wo ich mich gerade konzentriere, du Arsch. Verstehe. Aber hier in dem Sender sind ja schon welche drin, ne? Reinforced Blades, wie viel hast du da? Ja. Viel. Da muss ich gucken. 47 und ich habe in der Tasche noch 29. Ja, dann gib mir das mal, dann schalten wir das nämlich frei. Wo bist du? Hier, bei dir. Treffen wir uns vor der Hütte? Hier? Ja. Ja, pack hier rein, oder? Ich pack erst rein, die meine Rotoren. Pack du die Reinforced Plates rein, die du hast? Ja. Da steht doch eine Kaffeetasse. Hat jemand die Kaffeetasse stehen lassen? Oh. Sorry, Boss. Sorry, Boss. So. Das sind aber nicht die, die du versprochen hast. Du hast gesagt, im Assembler sind noch und da noch. Und ach so, Entschuldigung, ich dachte, aus dem Assembler nimmst du selber raus. Ich dachte, du machst auch was. Wo sind die drin? Oben oder was? Bisschen was. Nee, das sind Stangen. Platten. Wo ist der? Hinten aus dem Assembler selber. Alles klar. So. 75. Willst du den? Komm, zieh du mal den Hebel. Low Ziel sein, da passiert leider nicht viel besonders, aber es muss ja auch mal aus. Mach mal, zieh mal runter auf Load, bis er voll ist, dann. Ziel.
Jetzt kann ich runterziehen auf Cent? Ja, mach. Lässt er jetzt nochmal los? Nee, leider nicht. Nee. Oh. Ich denke mal, der hat es in den Weltraum geschickt wie so eine Rohrpost oder sowas. Muss der machen. Ja, es muss so ein bisschen. Ich hätte jetzt auch mehr irgendwie was erwartet, aber wir haben jetzt Tier 3 freigeschaltet. Und somit kommen wir zu den. Ich würde sagen, wir machen erstmal die schnellen Bells oder erst Fahrzeuge und Kohlegenerator. Denn Fahrzeuge und Kohlegenerator. Bevor wir jetzt die Bells alle erneuern müssen. Alles klar, dann siehst du, was wir jetzt brauchen. Ah, oh. Ja, die 1500 Rollen, ne? Die müssen jetzt, da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Die gehen durch, das geht. Ich habe hier noch Kupfer-Ingots, die mache ich jetzt gerade. Nein, das ist ein bisschen geprahlt, also ich. Wenn ich jetzt so mache. Ne? 25 Rotoren brauchen wir noch. Rotoren bin ich dabei jetzt. Okay. Da bin ich dabei. Oh Mann, ich würde so gern weiterspielen. Es ist, ich meine, es kommt noch ein bisschen was, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir können. Für euch, wir haben gerade Sonntag. Wir nehmen gerade auf. Und es geht nur bis Montag 18 Uhr. Da werden wir aber nicht mehr aufnehmen können. Und danach kann man prinzipiell nur. Ja, wir können sowieso nicht zusammenspielen, weil Jack nicht die Closed Alpha Version hat. Und ja, ist immer so ein bisschen. Nee, leider nicht. Deswegen sind wir ein bisschen unter Zeitdruck. Jetzt habe ich einen zweiten Assembler am Laufen. Mhm. Kack dich jetzt ab. Du meinst stromtechnisch? Sieht nicht so aus. Wobei, noch hat er nicht angefangen. Warte. Fängt er erst an. Jetzt ist er am Machen. Was ist mit dem anderen Kollegen? Du meinst jetzt, ob es eine Spannungsspitze gibt und uns hier das Zeug um die Ohren fliegt? Ja. Kann passieren. Also das Problem ist, dass es halt nicht gleichmäßig läuft. Weißt du, du hast nicht irgendwie 20 Watt verbraucht und 20 Watt werden geliefert oder so, so eine Art, sondern ja. So, unser erster Rotor ist gemacht. Ja, wir brauchen jetzt. Und wir brauchen 25. Ach, hier ist No Power. The shit. Oh, und dann ist wahrscheinlich der Grund, warum gleich. Also ich mache jetzt 16 Rotoren gerade. Nee, geht noch. Ja, wir haben jetzt den zweiten gemacht. Okay. Und hier läuft auch. Okay, na zumindest haben wir das soweit. Ist ein bisschen blöd, wenn man hier davor steht, aber. Es beschleunigt die Sache immens. So, Rotoren sind. Ja, wir brauchen Schrauben. Wie brauchen wir denn nochmal? Wie viele Rotoren habe ich jetzt? 16. Tja. Also wir brauchen. Ist jetzt nicht so, dass er nicht genug herstellt, geradezu. Ich bin mit Rotoren fertig. Also für diesen Punkt. Ja. Also er stellt immer noch genug her. Vielleicht wären doch die Bells bessere gewesen, aber. So, wir können ja hier rausgehen und. Wir können leider, glaube ich, nicht umschalten, meine ich. Bin ich mir gerade nicht sicher. Soll ich mal probieren, umzuschalten? Willst du doch die schnelleren Bells haben? Nee, jetzt für die 1500, da können wir noch. Okay. Können wir noch kurz durchziehen, würde ich sagen. Ja, ich habe auch noch Kupfererz in der Tasche, was ich hier umwandle. Kann ich hier noch schnell. Ist halt, wir sind halt jetzt gerade mal im Tier 3, ne? Und dann, da kannst du das noch machen. Da kannst du ja noch händisch Sachen machen, aber später. No way. Das nicht mehr, nee, ist klar. Ist klar. Später Norwegen halt, ne? Hä? No way, hast du gesagt? No way, ja. Schönen Gruß an Queen Dalidana an diesem Stelle. Der schlechte Witz war für dich. Dieser schlechte Witz war gewidmet an dich. Genau, war gewidmet. So, komm, weiter. Und
Power, Logistics, Production, Construction. Wie viel haben wir denn überhaupt? Da vielleicht schon genügend Kupfer Spulen erzeugt worden? Wo wären denn Kupferspulen hin? Kommt Kupfer raus? Im ersten. Hier wird gar nichts gemacht aus dem Kupfer. Nee, aus dem Kupfer nicht, da komme ich jetzt zu. Oh. Aber ich brauche ja auch keinen Kupfer für die Kupferspulen. Das ist ja das Ding. Für die Rotoren. Oder was meinst du jetzt? Kupferspulen mache ich jetzt erst. Nee, wir brauchen Kupferkabel. Ja, das meine ich. Mache ich händisch, das geht. Wires. Wires laufen jetzt. Oha. Na, gucken. Oh, 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 ja. Oh. Strom alle oder hast du überladen? Nee, ist der Strom alle. Der Strom ist alle? Also der ist, kann auch sein, dass ich überladen habe, aber... Nee, ist keine Spitze zu sehen. Ist auch nicht raus. Es läuft immer noch. Hey, ich weiß nicht, was da hinten ist. Warte mal. Haben wir den Stromkreis nicht in einem? Hier passiert nichts. Wir haben den Stromkreis nicht hin zusammengeführt. Warte mal. Warte. Das ist gleich. Okay, jetzt mal nochmal an. Warte. Warum will er nicht? Ist schon an. Läuft schon wieder alles. Alles gut. Wir hatten den Stromkreis nicht zusammengeführt, daher gab es jetzt diesen Ausfall. Wo hast du das gesehen? Weil, ja, weil ein Teil ausgefallen war, ein Teil nicht. Also kann der Stromkreis nicht einer gewesen sein. Okay. Rein, theoretisch. Und praktisch halt auch. Wenn du jetzt ein paar Kupfer machen dir schnappst und mit die umwandelst an der zweiten Workbench, dann... Naja, mal gut. Pack schon mal rein, was ich hab, nicht, dass wir zu viel produzieren. Ah ja, die Kupferbahnen, die er jetzt macht, sind hier schon... Die werden jetzt verarbeitet. So, Wire. Wire. So, ich bin durch mit Kupfer. Mehr habe ich nicht. Du lässt du Kupfer sammeln, ne? Ja. Ja, dann mache ich Dings jetzt. Menschen haben ein paar Ohrs genommen. Ja, das mache ich jetzt auch. Mal gucken, ob da sind noch welche drin oder hast du die? Ne, sind keine mehr drin. Die sind durch, ne. Nehmen wir das Kupfer auch raus. Wie viel Ohr hast du denn genommen? Ja, nicht genug. ich kann nur ein paar machen hier jetzt, ja. 40? Wow. Okay, weil jetzt, ich denke halt auch in großen Maßstäben, aber nur wenn ich baue. Ja. So, ich habe jetzt 111. Wir haben viel gemacht in der Folge. Wir haben den Weltraumaufzug gemacht. Wir sind in der nächsten Stufe. 2 Assemblers stehen. Laufen. Ich denke mal, nächste Folge werden wir Fahrzeuge haben und werden wir uns um Kohle kümmern, damit uns hier nicht ständig der Strom in die Ohren fliegt. Ich bin auch dafür, dass wir die Kohlekraftwerke für die Stromproduktion eventuell outsourcen. Wobei, du kannst da eine Logistikkette machen mit einem Fahrzeug, was autonom gesteuert wird. Auch ganz spannend zu zeigen eventuell. Ja, du kannst den Laster, da fährst du, setzt du dich rein, sagst jetzt aufzeichnen, dann fährst du den Weg einmal im Kreis, wie er fahren soll. Wow, echt? Und dann sagst du, jetzt abspulen das Ganze bitte, das Programm. Ich habe übrigens genügend Kupfer jetzt. Gibt's denn so Harvester? Ich meine, das weiß ich ja leider noch gar nicht. Na, Kohle baust du genauso ab wie Eisen oder Stein oder so weiter. Und Kohle gibt's nochmal als Vorkommen, oder was? Als Vorkommen, genau. Das haben wir jetzt, wenn wir das jetzt erforscht haben hier. Okay. Es wird jetzt soweit sein, in diesem Moment. Also, noch nicht, doch, ja doch, in diesem Moment. Willst du einen Knopf? Komm, du bist dran, ich drück dir endlich den Knopf. Push the button. Fump. Jetzt starte da. Bring uns zum Schotter. Oh, fehlt bei mir. Ah. Oh, da fliegt ein Aufzug rein. Explodiert und kaputt. Wahrscheinlich wegen dem Aufzug fehlt die Hälfte. Hm. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich durch. Vehicles, ein Traktor und eine Truckstation. Oh. Milestone reached. Long range transportation as well as the construction of outposts. New buildings. An increased focus on the explore and exploit. Ah, ich habe schon wieder eingeblendet. Und jetzt sind diese wie heißt das Ding? Weiß ich habe jetzt dauerhaft im Bild wieder diese Einblendung mit New buildings, new craftables.
Was haben wir jetzt? Die schnellen Bänder, oder? Haben wir jetzt, meine ich. Modular Frames. Wenn jetzt auf Logistik? Nee, haben wir nicht. Was haben wir denn freigeschaltet? Doch. Nee, nicht die schnellen Bänder, nicht, nein. Fahrzeuge und so haben wir. Und Kohle, Fahrzeuge, ne? Genau. Fahrzeuge, genau. Genau, wir haben jetzt unter Power, haben wir jetzt nämlich den Coal Generator. Das ist ein Riesending. Da ist ein Fahrzeug, genau. Das könntest du vielleicht lieber außerhalb aufbauen. Und wir machen eine Fahrzeugstation, in der man beladen kann. Also da werden Sachen beladen, da kommt zum Beispiel die Kohle dann hier an. Können wir dann auch zeigen. Machen wir nächste Folge, würde ich sagen. Nice. Ich würde sagen, ich glaube, du hast angesagt. Ich weiß es nicht mehr. Nee, du hast angesagt. Ich habe angesagt. 100%. Ja. Meine Damen und Herren, es sind große Dinge passiert in dieser Folge. Wir haben den Weltraumaufzug gebaut. Wir haben Fahrzeuge freigeschaltet, die aber erst noch gebaut werden müssen. Wir werden uns um bessere Energieversorgung kümmern. Es passieren noch Dinge hier in Satisfactory. Macht's gut, bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Herr Fleischermann. Tschüss. Tschüss, Herr Minjas. Ha ha.